In Frankfurt steigt bei Jenny und Martin die Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Abenteuer. Ja, wir sind jetzt am Flughafen und jetzt gleich startet unsere Hochzeitsreise nach Uruguay, was ja ein Traumreiseziel ist und wir freuen uns schon riesig drauf. Ja. Noch ahnen sie nicht, dass alles anders kommen wird. Ja, wenn ihr mal schaut, unser Flug jetzt angeschlagen ist. Das ist ja vielleicht schon, ne? Ah, pass auf, warte. 21:40, jetzt müssen wir nur gucken. Sao Paulo ist cancelled, wenn das unser Flug ist. Erzähl mir bitte nicht, dass das Sao Paulo ist. Sag das nicht, dass das Sao Paulo ist, wo wir hin müssen. Oh. Unser Flug ist gecancelt. The airplane is missing. Da waren ein Haufen Flüge, bis wir dann festgestellt haben, der einzige Flug, der gecancelt wird, ist unser. Und ja, das war so ein bisschen, wo man denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Wir waren so voller Vorfreude. Und das war ja also wie so ein Tiefschlag halt. Ne? Ja, aber es war natürlich so ein kleiner Schockmoment, weil wir wussten ja jetzt nicht, findet die Reise überhaupt noch statt? Wird das alles abgesagt? Wie geht es weiter? Dass die beiden Frischvermählten den Flughafen wieder verlassen müssen, damit haben sie nicht gerechnet. Statt südamerikanischer Lebensfreude herrscht ein wenig Trostlosigkeit. Ja, die Stimmung ist gerade ein bisschen gedämpft. Morgen machen wir dann den anderen Flug, haben jetzt natürlich für die Reise insgesamt einen Tag weniger. Kleine Wermutstropfen dann, dabei ist sie ist nicht abgesagt. Lass uns die Laune nicht davon verderben. Nee, auf keinen Fall. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir machen es uns gemütlich. Wir machen das Beste draus. Der Tag ist durch für heute. Ob die beiden morgen fliegen? Die Schmetterlinge auf jeden Fall.